Guck mal, hörst du, wie der hochfährt? Der wird immer schwungvoller. Geil. Ja, tut mir leid für alle Teufel-Fans da draußen. Wir müssen hier leider euer Lieblingslogo entfernen. Aber krass, wer hat den so eingestellt, den Roboter wahrscheinlich? No jumpscares. Let's keep it that way. Wahrscheinlich der Hacker, oder? Der uns beauftragt hat. Tja, die Katze immer noch, Leute. Oh, die arme Katze, Mensch. Und dann werden wir da vielleicht gleich nochmal rüberfeudeln, aber so für den Grobschmutz ist der Dampf... Der Dampfgarer, wollte ich schon fast sagen. Ist das Ding schon gar nicht so verkehrt, ne? Machen noch einmal voll. Eine Ladung werden wir nochmal gönnen. So. Warum habe ich dich noch nie gesehen? Ist ja wirklich tolles Entertainment. Safti, keine Ahnung. Ich weiß, weil ich ein unbedeutender, ganz kleiner Twitch-Streamer bin, der nur morgens zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr streamt. Kann natürlich auch mit den Streaming-Zeiten zusammenhängen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn ich abends streame, habe das mal eine Zeit lang gemacht, was mir auch gerade zu stressig ist, viel zu tun auf der Arbeit. Du kennst das bestimmt, Safti. Da gehst du ja unter. Also, da findet dich ja niemand abends. Also mich zumindest nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich wirklich hier, muss ich das so machen wie meine Lieblingsstreamerin. Vielleicht habe ich einfach die falsche Kameraeinstellung. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Meine absolute Lieblingsstreamerin, die sehr, sehr viele Zuschauer hat. Die spielt auch Games, ist eine Gaming-Streamerin. Und ich glaube, sie hat das richtige Rezept gefunden. Das ist sie. Guck dir an, wie gut die Szene aufgebaut ist. Da kommt das Game richtig gut zur Geltung. Und das Spiel liegt auch im Fokus. Ich glaube, ich bin einfach in meiner Szene zu präsent einfach. Vielleicht sollte ich das irgendwie, ja, die Kamera kleiner machen oder so, dass das Spiel noch mehr in den Vordergrund kommt. Irgendwas muss ich da mal tun. Sie macht auf jeden Fall alles richtig. Ich habe das Geheimnis aber noch nicht entdeckt, woran es jetzt wirklich liegt. Was sie so erfolgreich macht. Keine Ahnung. Sag's mir, ich weiß es nicht. Anonymous haut einen Zap raus. Heieieiei. So. Dankeschön, Anonymous. Dann lass uns mal gucken. Die Kopfhörer sind es. Wahrscheinlich sind es die super süßen Kopfhörer mit den Öhrchen dran. Ja, die, oh scheiße, jetzt haben wir wieder was kaputt gemacht. Hier, das gibt's doch gar nicht. Mann. Das, was sie kann, das kannst du schon lange. Ja, vielleicht soll ich auch mal ein anderes T-Shirt anziehen oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. So, Sidos Nachricht wurde gelöscht. Was hat er gemacht? So lange gesabbert. Tut mir leid, Safti, kein Problem. So, also wir haben das hier grob gereinigt. Wir müssen nochmal hier kurz mit dem Müllbeutel einmal durchlaufen. Also da kann ich natürlich sagen, also da hat sie schon, also sie hat sehr viele Zuschauer. Ich muss mit ihr mal sprechen. Vielleicht rufe ich sie einfach mal an, ob sie mir ein paar Tipps mitgeben kann. Was einen Streamer erfolgreich macht auf Twitch. Ich glaube, das ist genau die richtige Anlaufstelle. Also ich wüsste nicht. Oh, der ist schon rot. Warte mal, den müssen wir nochmal sauber machen. So. Schön. Stellt euch mal vor, lass sie mit solchen Hupen. Was denn für Hupen? Meinst du die Ohren von ihr? Die großen Ohren? Okay, jetzt ist hier natürlich nochmal so Feinklinik angesagt. Ja, wir gehen gleich zu der Katze. Halte durch. Hier ist noch ein bisschen was, ein bisschen Schmodder. Oh, scheiße, hier ist ja noch richtig viel Schmodder, Leute. Eieieiei, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Ist aber jetzt alles weg. Sehr gut. Und nee, warum habe ich das Kissen in der Hand? Oh, nee, bitte nicht, liebes Spiel. Mach's nicht kaputt. So, einmal hier und einmal dort. Ich kenne den Lars, der hat mehr Hub, ehrlich. Okay. Ja, ich will mich auch nicht drüber lustig machen. Ich verstehe nur das, ich verstehe es halt einfach nicht. Wie sie so erfolgreich sein kann und ich nicht. Wir haben eigentlich dieselbe Kameraeinstellung. Ich check's halt wirklich nicht. Naja. So, ich werde sie mal fragen. Ich werde sie einfach mal fragen. So. Da hinten haben wir auch noch mal ein bisschen Blut. Wir müssen aber aufpassen jetzt. Wir nehmen mal den Schwamm tatsächlich, weil hier haben wir wieder so eine Vasengeschichte. Und der Schwamm schubst halt die Gegenstände nicht um, was sehr gut ist.
Deswegen machen wir das ja mal vorsichtig. Die Reste mit dem Schwamm auch hier. Die Bibel natürlich. Hallöchen, Baphomet. Hi, mein kleiner Fluch. Na, wie ist es? So, hier nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen. Ja, wir haben ja aber wirklich noch viel zu putzen hier. Also der Raum ist gar nicht so trivial. Da ist auch schon einiges, was hier noch so rumklebt, kreucht und fleucht. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es, Leute. Jetzt sieht es gut aus. Ist der Raum finally finished? Oh no, da habe ich noch was auf dem Polster. Ja, schwierig. Ich glaube, das müssen wir mal komplett nochmal hochnehmen. Ich glaube, das bewegt sich da auf der Rückseite. Das Problem, drehen. Ja, aber ich will ja... Ja, wie kriege ich denn das sauber jetzt? Einfach so lange hochwerfen, bis es auf Kopf liegt. Super. Ja, okay. Da müssen wir nochmal schauen. Haben wir hier noch irgendwas mit roter Umrandung? Der hier auf jeden Fall. Ah, schade, Leute. Der ist gut. Der ist gut. Der ist auch dreckig. Tja, habe ich mich zu früh gefreut. Na komm, wo ist... Hallo? Ach da, okay, okay. Hier, da ist alles sauber soweit. Okay, mehr Polster haben wir nicht. Das ist das Einzige. Also einmal hier kurz rüberfreudeln. So. Zwei, wo ist denn der dritte jetzt eigentlich? Ach, waren nur zwei. Ja, super. Wunderbar. So, dann sind wir jetzt aber wirklich hier fertig. Ich nehme schon mal das Ding hier mit hin. Da ist die Katze. Wie mache ich das aus? Erstmal die Katzenfigur klauen. Geil. An der Decke noch. Gucke ich gleich nochmal. Dankeschön für den Hinweis. Mäuse, Mäuse. Ey, ich habe auch eine Katzenschublade. Wer von euch hat Katzen und so eine Katzenschublade? Okay, nee, sieht alles gut aus soweit. Das auch. Also gut im Sinne von, da ist nichts Wertvolles drin, was wir uns klauen können. Das meine ich mit gut. Thunfisch. Hatten wir nicht eine Thunfisch-Quest? Da stand doch an irgendeiner Wand, Thunfisch ist so lecker. Thunfisch ist so gut. Alter, da ist die Katze gerade richtig ausgerastet. Hast du das gehört? Hier stand doch irgendwas mit Thunfisch. Möchte das hier mal hinlegen? Ja, man sieht das jetzt nicht, weil es im Dunkeln ist. Aber da stand dran, irgendwie Thunfisch ist super lecker. Kommt die Katze jetzt hier zum Thunfisch her? Also dann spukt es aber wirklich, Leute. Eieieiei. Die Decke. Ah ja, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, wir müssen die Katze noch ausschalten irgendwie. Vielleicht auch wieder ein Fall für unseren Superkercher 2000. Wo ist er? Hier haben wir ihn. So. Wasser leer. Fuck. Vielleicht doch eher ein Fall für unseren Wischmob. Ja. Ich habe Sachen im Kopf, da spukt es bei mir auch. Ja, ist doch ganz angenehm. Du bist auf jeden Fall selten allein, oder? Immer jemanden zum Unterhalten da. Ist doch schön. Ist doch super, Safti. Oder Safti? Wie willst du eigentlich genannt werden? Safti, Safti oder ist ja sowieso scheißegal? Oder bei deinem echten Namen? Thorsten? Tja, woher weiß ich das jetzt? Ich bin Mentalist. Digga, wenn du jetzt wirklich Thorsten heißt, ne? Das wär wirklich creepy. So. Okay. Das haben wir erstmal. Digga, waren die Spuren eben auch schon da? Okay. Ich bin nicht sicher. Nee, Safti oder Safti passt schon. Okay, okay, okay. Kleinbeidel, herzlich willkommen. Moin, wo ist meine Lampe hingeplumpst? Hier. So, wir müssen jetzt hier natürlich erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Natürlich alles umgefallen. Aber kein Problem. Wir werden das nutzen, um hier mal alles aufzufüllen kurz. Da schmeißen wir natürlich gleich wieder ein bisschen Zeug rein. So, welches Spülmittel nehmen wir? Starkes Reinigungsmittel. Ja, oder was ist das denn eigentlich? Widerstandsfähiges Reinigungsmittel. Ja, das machen wir. Einmal das. Und wir haben aber auch noch... Ne, ich renne jetzt nicht wild rum. Sonst kippt das Ding hier wieder aus. Ich glaube, den Kercher brauchen wir jetzt auch erstmal hier nicht mehr.
So. Einmal alles schön sauber. Oh, scheiße. Ja, wir sollen den Müll aufsammeln. Das ist leider bei dem Spiel so, dass es hier... Guck, also gedrückt halten kannst du komplett vergessen, oder? Geht das? Bin mir nicht sicher. Kann man den Müll, wenn man das gedrückt hält, alles einsammeln? Ach ja, es funktioniert! Ja, nice! Okay, man kann also mit gedrückter Maustaste... den Müll markieren. Ich glaube, das lassen wir so. Das sieht sehr instabil aus, deswegen... Da sollten wir nicht weiter rumdoktoren. Hat einer von euch eigentlich schon diese Gladiator-Serie gesehen auf Amazon Prime? Alter, das ist ja richtig nice. Leute, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, irgendwas. Zeus of Life, Zeus want to live. This life want to live. To life. Zeus. This. Also krasse Serie. Guckt euch das unbedingt an. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe den 2 Tage komplett durchgesuchtet. Zeus about to die. Also war es doch nicht das Leben, es war der Tod. Alter, wie hinterlistig, wie viele Wendungen, wie viele Intrigen, Action, Blut, Liebe, Drama. Also, die hat alles. Also, für mich persönlich die beste Serie des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider nur eine Staffel draußen, konnte nur die erste Staffel suchten. Spartacus war besser, habe ich nie gesehen. Ja, schreibe ich mir das auch mal auf. Noch nicht, aber dass der Mann das noch so hinbekommt, ist echt krass. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Safety. So. Lass uns mal gucken, ob wir hier noch Blut haben. Nee, sieht gut aus. Also das ist komplett gereinigt. Sehr schön. Ist das, haben die da auch so einen Ludus oder was? Okay. Das heißt, das Erdgeschoss ist grundsätzlich fertig. Aber hier habe ich irgendwo noch was gesehen am Blut. Irgendwo hier. Guck mal, auch da. Da müssen wir noch mal ganz kurz beigehen. Das sieht gut aus. War doch eben noch irgendwas, was noch nicht so perfekt war. Ich hatte irgendwo noch einen Blutspritzer gesehen. War das im Flur? Wer hat aufgepasst von euch? In der Küche muss noch ein Stuhl hingestellt werden. Ja, sind alle da. Stühle sind alle da. Das passt auch. Ich scanne mal ein bisschen hier. Ich hatte doch gerade einen Blutfleck gesehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Bild bei der Wand. Nein, ich scanne ja. Hörst du dieses Geräusch? Ach, das Bild. Ja, du hast recht. Nice. Erdgeschoss, gesäubert. Jetzt sind wir komplett fertig. Alle Aufgaben erledigt. Nice. Ja, so lobe ich mir das. Dann gehen wir mal da oben. In den nächsten abgefuckten Raum, also wortwörtlich, es ist wirklich hart, was da passiert, Leute. So, ich nehme schon mal... Scheiße. Ist wieder irgendwas kaputt gegangen, das glaubt mir doch keiner. Was ist jetzt schon wieder hier? So, eingesammelt, eingesammelt. Wo ist die Katze? Ey, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir werden sie irgendwann wieder finden. Ich hoffe. So... Dann lass uns mal hier in das... Alter, das ist auch richtig hier. Also das ist hart. Also ich dachte, das Zimmer wäre hart. Da hatte ich aber das Wohnzimmer unten noch nicht gesehen. Eigentlich geht das voll klar hier, oder? Gar nicht so schlimm. Ich nehme ihn mal mit. Komm. Stumpfe Gewalteinwirkung. Eieieiei. Rein hier. Sehr schön. Oh, die Katze. Die Katze ist für immer weg, Leute. Glaube ich. Also, wieder ein Fall für unseren Superkercher 2000, der leider leer ist. Aber wir haben ja hier oben was zum Auffüllen. Also hier ist doch irgendwas, stimmt doch hier noch nicht. Wir müssen aber bestimmt noch irgendwas finden. Ich bin mir diesmal wirklich nicht so sicher, ob wir alle Geheimnisse haben. Aber naja, ich packe das mal so ein bisschen zentral in die Mitte. Können wir hier schon mal schön, weißt du? Ah, da sind Flaschen und Gläser, das ist natürlich doof. Die machen wir natürlich mit dem Kercher alle kaputt. Das ist ein bisschen... Naja. Was willst du machen? Aber wir müssen fertig werden langsam. Ich darf gleich arbeiten gehen. Und da gibt es auch gleich einen Call gleich für morgens um 9. Deswegen heute gar nicht so viel Zeit für euch, meine kleinen lieben Lümmel. Aber wir sehen uns morgen wieder um 6:30 Uhr. Wenn du Bock hast,
mach es genauso wie der Thunfisch. Du heißt jetzt nicht wirklich Thunfisch 666. Wer hat sich gerade den Namen registriert von euch? Und lass ein Follow da. Du heißt jetzt nicht Thunfisch 666. Komm, hör doch auf. Hör doch auf. Mach's gut, Safti. Haust da rein. So. Alles einsammeln. Oh, schon wieder voll. Okay, okay. Und Dankeschön, Journal. Danke sehr. So. Hier auch nochmal. Raus damit. Ja, alles einkassieren. Wir kassieren alles ein. Alles muss in den Müllsack rein. Der Müllsack ist mein. So. Guck mal, da ist wieder das Problem. Da ist entweder was durch die Wand gebackt oder wir kommen da noch nach nebenan. Aber wir kommen da noch nach nebenan. Und schmeißen wir gleich. Ach, hier ist Schrotflintenmunition. Oh no, was ist hier passiert? Da ist die letzte Leiche dann auch. Da kümmern wir uns später drum um den Raum. Das machen wir später. So. Okay. Schon wieder leer, die Kacke. Ah, pass auf, dann nehmen wir hier unser Wischmops. Den Wischmops 2000. Los geht's. Das kriegen wir hier auch relativ spontan so hin. Für das Bett nehmen wir dann gleich wieder den Schwamp. Sag mal, lag da noch Müll rum oder war das eine Maus? Ich glaube halt, womit wirklich keiner rechnet, ist, dass die Katze wahrscheinlich wirklich der echte Poltergeist ist hier. Und ihr Unwesen treibt. Katze? Welche Katze? Wir besaßen hier eine Katze. Gottes Willen. Kriegen wir bestimmt noch so einen Brief, ey. Eieieiei. So. Die Vorhänge auch komplett dreckig. Habe ich aus dem Augenwinkel gerade schon gesehen. Ach, guck mal, das Bett geht aber auch gut hier mit dem Ding. Nice. Heieiei. Schönen Start in den Tag. Macht's gut. Macht's gut, mein lieber Safti. Schön, dass du da warst. Danke für das Follow. Und wenn du Bock hast, ja, bis demnächst, ne? Wir sehen uns, wenn du möchtest. Allein deine Entscheidung. Einen tollen Tag für dich. So. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Das ist hoffentlich nur ein Schatten, oder? Ja. Oh Gott, das Kopfkissen. Wir müssen Licht ranholen. Da sehen wir ja gar nichts hier. Also Licht ist, glaube ich, eine sehr gute Investition, die wir uns auch mal gönnen sollten. Gucken wir mal ins Handy rein. Was wurde hier rumtelefoniert? Gar nichts. Ich muss vorlesen. Adam schreibt, meine Mom macht mir verdammt Angst, Alter. Paul, was, was, warum? Adam, ja, ich wache auf und sie steht betend über meinem Bett. Ich wusste nicht, dass sie so religiös ist. War sie auch nicht, aber jetzt glaubt sie, dass der Teufel kommt in unserem Haus. Ich packe jetzt meine Sachen. Ich ziehe aus. Paul sagt, verdammt. Sunny! Sunny, danke sehr, meine Liebe. Oh, nett. Vielen, vielen Dank, Sunny. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Okay, wir werden hier oben nochmal in welchem Monat eigentlich? Im 7. Alter, da gehen wir aber langsam auf die Geburt drauf zu, ne? Hast du noch ein Kinderbett zu Hause übrig? Im 9. Monat droppt das Kind. Du weißt es. Du weißt, wie es ist. Du hast das alles schon durch. Ja, wir haben sehr viele Mütter hier. Sunny frisch gebacken. Ja, inzwischen gar nicht mehr so frisch, oder? Sunny, wie lange ist das jetzt her? Wie alt ist dein Sohnemann? Jason war das, glaube ich, ne? Glaube schon. Ah, nimmst du mir nicht übel, wenn das der falsche Name ist. Ich habe viele Mütter mit vielen Kindern. Aber ich glaube, es war so. Bin mir relativ sicher. Zu 99%. Jason, ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Zwei Wörter. Ja, siehste. Aber wieder Zeit für Neues hier, du. So. Okay, okay, okay. Ich glaube, das Zimmer ist jetzt soweit. Fast fertig, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was an der Wand. Okay, nee, alles gut. Wir müssen halt noch aufräumen. Oh Gott, hier ist ja noch alles voll. Hi. Hallo, Hell Bunny, moin. Ich drehe mal die Lampe in die Richtung, denn hier müssen wir ein bisschen was hinstellen. Ich glaube, die Bank muss da hin, oder? Da weiß ich gar nicht, was muss da hin. Eine Lampe, die ist hier. Warte mal, die kommt da hin erstmal. Wir brauchen noch eine Lampe, Leute. Wo zur Hölle finden wir hier noch eine Lampe? Jetzt mal ganz ehrlich. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe hier nichts mehr, was man da hinstellen könnte.
Aber die letzten Spuren noch beseitigen hier kurz. Wunderbar. Hier ist eine Lampe. Oh, nice. Die kommt hier hin. Was hat da hinten? Ein Stuhl? Habe ich hier einen Stuhl irgendwo? Da hinten ist noch ein Stuhl. Ja, sauber. Okay. Das rum. So. Ich vermute, das Zimmer könnte fertig sein, oder? Da ist doch noch Blut unterm Bett. Nee, es ist ein Schatten. Es ist kein Blut, es ist ein Schatten. Ich gehe nochmal hier zur Tür. Aha, aha. Was macht die Decke? Sieht gut aus. Und scan von hier nochmal. Nichts gefunden. Jetzt gehen wir schräg gegenüber hin und scannen von dort nochmal. Ist auch ein bisschen Hausfieber dabei. Ja, nein. Also nicht so wirklich. Also du kannst jetzt hier keine Bude einrichten. Du kannst zwar alles bewegen und umstapeln, wenn du gerne möchtest. Aber das hat keine Auswirkung. Du musst halt manche Möbel in die korrekte Position bringen. Aber das ist dann auch gehighlightet, wo die Möbel dann hin müssen. Aber so richtig irgendwie selbst einrichten, das nicht. Aber schon die Dinge an den richtigen Ort tun. Das ja. Achso, wir wollten noch mal gucken. Hier haben wir noch gar nicht... Es ist eher so ein bisschen wie der Powerwash-Simulator. Mit verschiedenen Werkzeugen. Also es ist eigentlich ein Reinigungssimulator. Wo es darum geht, Beweise und Blut zu vernichten. Kann man das mitnehmen? Das Geld? Nee. Ja, ja, ein bisschen Kohle wäre natürlich hier. Oh, ein goldener Ball für 50 Flocken. Ja, wir durchstöbern hier nochmal alles. Nehmen natürlich alles mit, was geht. Aber hier ist leider nichts mehr in der Kommode. Kann man das irgendwie anmachen? Nee, ne? Schade. Schade, schade, schade. Haben wir hier noch was? Das ist die komische Maus. Da hinten, guck mal, der. Oh, nochmal 300 Flocken gefunden. Nice. Und hier, ganz versteckt. Cannabis im Regal. Alles mitnehmen. Surprise, surprise. Jos Mutsche. Wäre geil, Tatort reinigen und nebenbei die Bude komplett neu einrichten. Ja, die Hinterbliebenen werden sich auf jeden Fall wundern. Was? Wer hat denn das Haus renoviert? Nebenbei. Gottes Willen. So, wir haben nur noch einen Raum. Was sagt die Uhr, Leute? Wie spät haben wir es denn? Das ist der letzte Raum dieser Mission. Aber ich glaube... Ich glaube, das werden wir so nicht schaffen, oder? 43, ja, sorry, Leute. Ich kann nicht. Ich muss leider, leider los. Morgen werden wir hier richtig schön rumkerchern. Ich nehme auch noch mal den Dude mit. Der wurde mit der Schrotflinte zerlegt, glaube ich. Scheiße, guck dir das an, ey. Das ganze Gehirn und der Schmodder da hinten an der Wand, du. Eieieiei. So, einmal rein ins Loch. Perfekt, Leute. Also, morgen kümmern wir uns um die Fortführung unserer Reinigungs-Orgie.